Ich hatte viel Spaß in meiner Jugend, war immer im Käfig, Fußballspiel mit meinen Freunden nach der Schule. Immer gleich die Schulsachen reingekaut ins Zimmer. Gleich mit meinem Bruder bin ich in den Park gegangen, habe die Freunde abgeholt, früher gab es da keine Handys, immer angeläutet, angeklopft, habe sie alle rausgeholt und dann immer kicken, hatte viel Spaß. Ich habe begonnen mit 10, 11 bei Donnerfeld. Da habe ich gespielt 2 Jahre und danach bin ich zu Großfeld gegangen, da habe ich bis zu 18 gespielt. Viele Kinder haben den Traum, Fußballer zu werden. Die wenigsten schaffen es bis ganz nach oben. Den Traum, Profifußballer zu werden, hat Manfred Zakaria in seiner Jugend nicht aufgegeben. Ich wollte es eigentlich schon damals in der U14 probieren, aber da hatte ich keine Kontakte und ich habe immer davon geträumt, Fußballer zu werden. Und viele haben mir gesagt, du kannst es schaffen, du hast das Talent dazu, auch viele Trainer, die ich früher hatte. Und da habe ich schon begonnen daran zu glauben, dass ich es schaffen kann. Also meine Freunde hatten einen Trainer und der hatte Kontakt zum Herrn Moore. Und meine Freunde haben mich gefragt, ob sie den Kontakt herstellen sollen mit dem Herrn Moore. Und ich habe gesagt, ja, wäre sehr nett. Und der Trainer hat dann halt mit dem Herrn Moore geredet. Dann haben sie mich zum Probetraining eingeladen und bin ich hingegangen, haben sie mich aufgenommen. Ja, schwierig war schon, weil am Anfang dachte ich mir, ich werde es nicht schaffen. Es wird zu spät sein mit 17 und so, aber ich habe mich gut geschlagen im Training. Ein Trainer hat in seiner bisherigen Karriere sehr starke Spuren hinterlassen. Es ist niemand geringerer als Austria-Legende. Andi Ogris, Legende einfach. Bei ihm habe ich einfach vieles gelernt, aber hauptsächlich, was mir im Kopf geblieben ist, wo er mich immer angeschrien hat, ich soll die Handbremse runtergeben. Weil er hat immer gesagt, ich bin viel zu locker und so und dann mehr Gas geben und dann ist gelaufen. Ich musste was ändern und habe die Handbremse runtergegeben. Seitdem Ogris mein Trainer war und wo wir aufgestiegen sind in die zweite Liga, seitdem habe ich immer Vollgas gegeben, mich bemüht, immer raufzukommen und habe warten müssen, bis ich die Chance gekriegt habe. Manny Zakaria erzielte in dieser Saison 6 Tore und 4 Assists für die Young Violets und 1 Tor und 3 Assists für die Kampfmannschaft. Es ist eine starke Saison für den Floridsdorfer. Geprägt hat ihn jedenfalls der Käfig. Ja, zum Beispiel bei mir in der Siedlung habe ich immer gespielt, da habe ich es am liebsten. Und ich weiß nicht, ob Sie das kennen, aber Underground. Hier musst du viel mit Taktik und körperlich alles mithalten. Und im Käfig, da kannst du machen, was du willst. Du hast keinen Druck, nichts. Da kann jeder mitspielen. Zum Beispiel Dominik Prokop, mit dem war ich auch oft im Käfig. Ja. Nils Hahn, weiß man, der hat den MVP gewonnen in Göttingen. Gibt schon einige Spieler. Es war jedoch kein einfacher Weg für Manny Zakaria. In den letzten Jahren wechselte er oft zwischen Kampfmannschaft und Young Violets hin und her. Sein großes Ziel hat er nie aus den Augen verloren und er wurde dabei immer stark unterstützt. Es gab schon Zeiten, wo ich ein bisschen gezweifelt habe, aber meine Familie steht immer hinter mir, die haben mir gesagt, gib nicht auf, gib mehr Gas, von nichts kommt nichts und ich habe die Geduld gehabt und musste auf meine Chance warten. Das wird mir oft gesagt, Trainer, Familie, ich muss jetzt dranbleiben, Gas, noch mehr Gas geben, damit ich da bleibe, wo ich jetzt bin. Und ich hoffe, es geht so weiter. Alle unterstützen mich meistens. Am meisten hat mich unterstützt mein großer Bruder. Ja. Der hat mich immer zu jedem Training gefahren, Matches, überall, was ging. Okay. Und mein großer Cousin. Ich fühle mich 100% als ein Wiener. Als ein 12-10 wieder. Also von innen zu Österreich ist schon groß. Kultureller Unterschied, die Religion und alles Mögliche. Aber damit kommt man klar, weil ich bin eh hier geboren, bin hier zur Schule gegangen. Also hat es geklappt. Ne? Habe ich bekommen. Ich will Nummer 11 haben, aber ich wollte Nummer 11. Vom Harry bekommen. Ja, Harry-Legende. Triffs gegen Rapid, als Austria-Spieler. Was Besseres gibt's nicht. Oder? Du triffst in einen Derby, musst du denken. Du triffst in einen Derby. In der zweiten Minute. Unglaublich.